wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Traveling 8000 Vlog. Mittlerweile sind wir auf der Koromandel-Halbinsel angekommen, habt ihr ja jetzt schon ein paar Bilder gesehen. Jetzt sind wir in Koromandel Town auf einem Campingplatz aktuell. Das ist ein Top 10 Campingplatz. Da sind wir mittlerweile Mitglied, weil wir da schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben. Die sind sehr sauber, haben einen Gemeinschaftsraum, haben eine Küche. Und mit unserer Mitgliedschaft sparen wir da jetzt immer 10%. Und das Beste ist halt, dass sie einen Gemeinschaftsraum haben und wir, wenn es regnet, dann uns da auch aufhalten können. Aktuell regnet es dann nämlich dann doch noch ab und zu, weil wir sind ja noch im Winter. Jetzt, heute soll es nachher auch regnen, deswegen sind wir früh unterwegs, machen gerade eine kleine Wanderung durch den Kauriwald. Und die nächsten Tage geht es dann aber weiter, den Rest von der Koromandel-Halbinsel erkunden. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt, weil es ist gerade ganz schön laut hier mit den Wellen. Wir sind gerade unterwegs zum New Chums Beach. Das ist angeblich der schönste Strand in ganz Neuseeland. Wir sind gespannt. Der Weg dahin ist auf jeden Fall schon mal sehr abenteuerlich. Wir mussten schon einmal durchs Wasser warten und gehen jetzt hier gerade in so einem Felsstrand entlang. Also einfach hinkommen tut man schon mal nicht. Aber wir hoffen, es lohnt sich. Hat sich gelohnt, sag ich mal. Wunderschönen guten Tag bei bestem Sonnenscheinwetter hier im Winter. Wir haben ja hier jetzt, also vergleichbar mit deutschem März, aber dafür ist es wirklich gut. Wir sind wieder auf dem Top 10 Campingplatz und zwar diesmal am Hot Water Beach. Und der heißt nicht ohne Grund so natürlich, sondern hier gibt es heiße Quellen, beziehungsweise ab 2 Stunden vor dem Niedrigwasser bis 2 Stunden nach dem Niedrigwasser kann man sich hier am Strand heiße, also Löcher buddeln. Deswegen habe ich hier jetzt einen Spaten dabei und die füllen sich dann mit bis zu 60 Grad heißem Wasser. Und da sind wir jetzt gerade auf dem Weg hin, weil jetzt Niedrigwasser ist. Und dann schauen wir mal, wird bestimmt top. Einmal wunderschönen guten Morgen.
in diesem Vlog. Und diesmal mit Top News. Wir haben unsere Jobzusagen bekommen von dem Jobinterview, von dem wir erzählt hatten. Und zwar werden Lisa und ich beide in Hobbiton arbeiten, also am Herr-der-Ringe-Filmset, was ja hier in Neuseeland ist, dürften die meisten wissen. Ich arbeite als Tourguide, das ist der Job, den ich mir eigentlich, bevor wir hier nach Neuseeland gekommen bin, am ehesten vorstellen konnte, hier zu machen. Da muss ich nicht Kiwis pflücken oder sowas. Ja genau, Tourguide wird die Tourigruppen durch das Filmset führen. Und die Lisa arbeitet im Grünen Drachen als Food and Beverage Assistant. Grüner Drache dürfte den Leuten, die Herr der Ringe geguckt haben, auch bekannt sein. Da geht es innerhalb der nächsten zwei Wochen los. Schauen wir mal. Auf jeden Fall freuen wir uns mega drauf, mega gut. Und jetzt gucken wir uns erstmal noch ein paar Tage Taupo an hier. Taupo ist bekannt für den größten See Neuseelands, der durch einen Vulkanausbruch entstanden ist vor einiger Zeit. Und hier ist auch viel mit Wassersportarten und Mountainbike und Bungee-Jumpen und sowas. Aber jetzt erstmal eine Wanderung zu den Wasserfällen. Gibt es noch ein paar Bilder aus Taupo jetzt und dann bis zum nächsten Video. Ciao!